Hallo und herzlich willkommen, liebe Widder. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir schauen heute wieder rein in die Energien für die Widder-Sternzeichen-Aszendenten. Oder auch wenn du deinen Mond im Zeichen Widder stehen hast, kannst du hier vielleicht in Resonanz gehen und eine Botschaft für dich mitnehmen. Und zwar schauen wir uns den Herbstbeginn an, die Herbst-Tag- und Nachtgleiche. Wie wirkt sich jetzt diese hier aus auf die Widder? Beziehungsweise, was darfst du jetzt hier loslassen, außer Acht lassen? Und worum geht es jetzt? Was ist jetzt wichtig? Worauf darfst du den Fokus lenken? Und was darfst du jetzt hier abschließen für die Widder zum Herbstbeginn? Was wird jetzt hier wichtig? Für die Widder zu Herbsttag und Nachtgleich. Was ist los bei den Widdern aktuell? So, einmal warm gemischt. Und dann können wir auch schon losstarten. Und da haben wir direkt zwei große Arkana-Karten, den Tod und die Mäßigkeit. Mit dem Bube der Schwerter. Okay, also wir haben hier einen größeren Prozess gerade, einen Loslösungsprozess sehen wir hier, dass du hier gerade dich von irgendetwas verabschiedest oder verabschiedet hast oder in irgendeiner Art von Transformations-, Loslösungs-, Ablöseprozess hier, Trennungsprozess steckst. Egal, was es jetzt ist, was jetzt hier zu Ende geht, irgendetwas in deinem Leben ist hier an ein Ende gekommen, ein natürliches Ende mit dem Tod. Vielleicht ist es auch etwas, wo du sehr viel drüber nachdenkst und versuchst, Klarheit hier drüber zu erlangen, was es genau ist, was du loslassen sollst oder wovon du dich hier lösen möchtest. Ja, der Bube der Schwerter zeigt eben, dass man sich da auch noch sehr viele Gedanken macht, dass man sehr viel zweifelt oder sehr viel im Austausch ist, vielleicht auch spricht über das Thema, was einen hier verunsichert. Vielleicht suchst du hier noch nach mehr Erkenntnissen, nach mehr Einsichten, Informationen. Ja, hier wird wirklich, hier sucht man nach Klarheit, um zu schauen, was möchte jetzt hier losgelassen werden. Vielleicht ist es auch etwas in dir, was hier losgelassen, transformiert werden darf. Ja, das kann etwas im Außen sein, aber auch etwas in dir. Meistens hängt beides zusammen miteinander. Ja, und die Mäßigkeit zeigt ja auch, dass du hier versuchst, die Mitte zu wahren, in der Mitte zu bleiben, ausgeglichen zu bleiben, entspannt, gelassen da durchzugehen, dass du hier das Mittelmaß hältst, das richtige Maß findest. Oder zumindest ist das, ja, vielleicht warst du bisher einfach auch sehr gelassen. Vielleicht geht es auch darum, hier etwas zu integrieren, zu heilen. Ja, dass das, was hier losgelassen wird, dass das dann auch entsprechend in dir integriert wird. Dann geht es auch um neue Hoffnung, neue Zuversicht, aber erstmal auch darum, dass du hier wirklich aktuell ja, gelassen da durchgehst und versuchst hier auch wirklich in der Mitte zu bleiben. Was darfst du denn jetzt loslassen? Alten Trauer, Schmerz und Kummer, eine Verletzung. Hier geht es darum. Ja, jetzt haben wir hier zweimal Feuer, ne, passend zum Widder. Der Ritter der Stäbe zeigt auch, dass es hier möglich sein kann, dass man hier sehr impulsiv war, sehr feurig, sehr leidenschaftlich, sehr temperamentvoll, vielleicht auch ungeduldig. Ja, vielleicht. Also hier geht es darum, dass du dieses Temperament möglicherweise ein wenig zügelst. Ja, wir schauen uns gleich hier auch an im Gegenzug, worum es geht, worauf du dich hier fokussieren darfst. Ja. Also wenn hier irgendetwas sich jetzt aktuell nicht so entwickelt, wie du es gerne hättest, dann darfst du jetzt diesen Fokus davon ablassen, ja, anstatt hier in Frustration oder in Impulsivität oder einfach inneren Unmut jetzt, das schadet dir ja selbst nur, ja, also versuch da wirklich in deiner Mitte zu bleiben, gelassen zu bleiben und dich auf die Veränderungen jetzt zu fokussieren und zu konzentrieren, die sich hier einstellen wollen. Also hier kommen Nachrichten, Neuigkeiten rein. Irgendwas ist hier in der Luft. Irgendwas ist hier gerade in Veränderung begriffen. Und da darfst du jetzt die Zeichen der Zeit erkennen. Und da wird hier irgendeine Nachricht oder etwas, worauf du hier vielleicht auch wartest, etwas Unvorhergesehenes, wird sich hier ereignen. Ja, und da darfst du wirklich mit der Veränderung hier mitgehen. So.
Was wir hier haben, ist mit den fünf der Kelchen ein Kummer. Ja, hier warst du vielleicht enttäuscht oder verletzt oder hast dich allein gefühlt oder hast irgendeinen Verlust empfunden, irgendwelche schmerzhaften Gefühle, wo man hier etwas betrauert. Ja, das ist etwas, was du jetzt wirklich loslassen und überwinden darfst. Das ist wichtig, ja, dass du dich davon befreist und dass du jetzt hier diese Fülle, die Freude, die Harmonie und die Geborgenheit in dir wiederfindest. Und da ist es auch wichtig, sich jetzt mit Menschen zu verbinden, wo du dich wohlfühlst, wo du dich geborgen fühlst, vielleicht in der Familie halt zu finden oder bei Freunden oder einfach bei den Menschen, wo du einfach, ja, diese innere Fülle erleben kannst und diese Gemeinsamkeit und dieses innige Zusammensein. Ja, also dankbar sein für das, was du hast, für die Menschen, die da sind und auch diesen Rahmen aufsuchen, diese Menschen und diese Umgebung. Das ist hier das, worum es jetzt geht. Die Fülle, die Harmonie, die Geborgenheit genießen und dich auch mit diesen Menschen umgeben, die dir das eben auch geben können. So, was ist noch wichtig? Es geht jetzt auch darum, dass du hiervon etwas befreit wirst. Wir haben hier das Gericht. Das Gericht ist eine Erlösung, eine Befreiung, es ist eine Erleuchtung. Da geht es darum, dass alle falschen Hüllen und Masken abgelegt werden. Auch alle, ja, vielleicht auch ein bestimmtes hinderliches Muster. Irgendetwas soll hier, ja, von irgendetwas darfst du jetzt hier befreit werden, damit du ganz du selbst wirst, ganz authentisch wirst, damit du frei wirst, damit du, ja, einfach du selbst sein kannst. Ja, und damit eben auch über etwas siegen, über eine Situation hier siegen. Es geht darum, hier etwas zu meistern. Ja, hier irgendwie auch erfolgreich aus einer Sache herauszugehen. Andererseits kann es auch sein, dass der ein oder andere hier mit irgendeiner Sache hier triumphieren möchte oder irgendetwas erzwingen oder irgendeinen Sieg hier forcieren möchte in einer Angelegenheit. Ja, also was das hier angeht, diesen Impuls, wo man hier versucht, irgendetwas mit aller Macht irgendwie durchzusetzen, das darf man hier loslassen. Also darum geht es hier nicht. Ja, es geht eher darum, dass du dich auf die Veränderung einstellst, die hier kommt, die hier stattfinden möchte, dass du jetzt auch siehst, dass hier etwas in Bewegung ist und jetzt auch eine Bewegung hier stattfinden wird, die dich hier auf einen neuen Weg bringt. Und dieser Weg hat ganz viel hier mit Befreiung und Erlösung zu tun, dass du hier wirklich von einer Sache, einem Muster oder einem Thema, manchmal auch eine karmische Verstrickung hier wirklich oder ein karmisches Muster befreit werden darfst. Darum geht es hier. Ja, und damit würdest du eben auf eine andere Art und Weise siegen über das Thema. Der Fokus ist jetzt hier wirklich Befreiung, Erlösung, Erkenntnis, Erleuchtung, dass du hier wirklich auch etwas in der Tiefe erkennst und dass du ja diesen Schmerz, Trauer, Kummer loslässt und stattdessen hier Geborgenheit findest in dir und bei den Menschen, Familie, Freunden, der Umgebung, die dir hier Halt gibt und ja, dich jetzt auch, wie gesagt, auf Neuigkeiten einstellen, auf Veränderungen. Was kommt auf dich zu? Hier sehen wir erstmal auch Harmonie und Stabilität. Ja, wir sehen hier erstmal auch sehr stabile Verhältnisse. Harmonie, Ausgelassenheit, vielleicht feiert man auch. Ich sehe dich ja auch sehr beständig und sehr geduldig. Sehr konsequent gehst du hier einen Weg. Ja, und folgst deiner Wahrheit, deiner Bestimmung. Ganz konsequent. Da ist man, was wir hier sehen, ist ein sehr, sehr starkes Wertebewusstsein. Hier gibt es irgendwelche Werte, die du erkennst, die dir sehr wichtig sind und denen du jetzt folgst, denen du treu bist, wo du auch erkennst, das ist meine Wahrheit, das ist meine Überzeugung, für die stehe ich ein. Und das ist auch das, was mir Halt und Führung, Vertrauen gibt ins Leben. Ja, in deiner Wahrheit, in deinen Werten findest du ja auch Halt. So, hier kann es auch sein, dass du dich ein wenig herausbewegst aus deinen gewohnten Rahmen, aus der Komfortzone, wie man so schön sagt, dass du dich jetzt ja auch öffnest für neue Möglichkeiten, für neue Erfahrungen. Auf jeden Fall bist du sehr geduldig und sehr diszipliniert oder zumindest sehr verlässlich oder sehr realistisch auch und gehst hier wirklich sehr konkrete, realistische, bedächtige Schritte auf dem Weg zu deiner Wahrheit, zu deiner Bestimmung, deiner Lebensaufgabe. Vielleicht ist es auch das, was du hier wirklich umsetzen möchtest und leben möchtest. Es kann auch sein, dass du dich mit deinem Gewissen sehr gründlich auseinandersetzt oder dass du versuchst, den Sinn einer Sache hier sehr gründlich zu verstehen,
Ja, auf jeden Fall ist es eine Energie, die ist sehr reflektiert, ja, wo du wirklich in Kontakt kommst mit dem, was deine Überzeugungen, deine Wahrheit sind und du dir hier auch ja, dich dazu bekennst, zu deinen Werten und zu dem, was für dich wirklich wichtig ist. Ja, grundsätzlich aber sehen wir Harmonie hier und Stabilität, jetzt stabile harmonische Verhältnisse in der nächsten Zeit. Aber aktuell geht es jetzt wirklich darum, und das ist das Wichtige jetzt hier, dich zu befreien. Ja, und das hat mit diesem Tod zu tun. Der Tod bringt ja immer Transformation. Das heißt, es darf etwas in uns sterben. Natürlich auch etwas im Außen. Meistens ist es auch eine äußere Situation damit beteiligt. Aber in erster Linie geht es ja darum, in dir etwas zu verändern und loszulassen. Ja, um hier befreit und erlöst zu werden. Damit du selbst sein kannst. Ja, und nicht irgendwelchen Erwartungen entsprechen musst oder welchen Anforderungen hier gerecht zu werden, sondern es geht darum, du selbst zu sein. Was haben wir hier drunter liegen? Die Sieben der Schwerter. Ja, da haben wir das Thema der Unaufrichtigkeit, der Unehrlichkeit. Es kann sein, dass hier irgendjemand unaufrichtig ist oder sich davon stiehlt, dass jemand ein bisschen betrügerisch hier unterwegs ist und nicht ehrlich ist, der sich aus dem Staub macht, sich Konfrontationen nicht stellt. Es kann eine Energie, ein Mensch hier im Außen sein, ja, König der Kälte zum Beispiel, das ist durchaus hier eine Energie, die dafür bekannt ist, wenn sie im Schatten liegt, dass sie unehrlich ist und manipuliert manchmal, weil sie sich scheut davor, ehrlich zu sein, ja, diese Energie, König der Kälte. Kann hier also ein solcher Mensch sein. Es kann aber auch, und das muss ich eben mit erwähnen, es kann auch deine eigene Energie sein, dass du hier dich nicht traust, du selbst zu sein, dass du dir selbst in die Tasche lügst, dass du dir selbst was vormachst oder jemandem auch was vormachst, dass du hier einen Konflikt, eine Konfrontation meiden möchtest. Ja, und wenn das hier das Thema ist, dann geht es eben darum, dass genau das hier losgelassen wird, dass du davon befreit wirst, dass du selbst wirst. Es geht hier wirklich auch um Befreiung, Authentizität und deine Wahrheit zu leben. Was hier nicht ehrlich ist in deinem Leben oder nicht aufrichtig oder was immer das hier ist, das darfst du für dich schauen. Das kann für jeden eine andere Situation sein. Ja, entweder ist das ein Anteil von dir oder ein Gegenüber. Auf jeden Fall ist das etwas, was dich in eine Stagnation führt, was dich in einer Situation hier hängen lässt, wo du dich im Kreis drehst und festgefahren bist, wo du quasi dich jetzt nicht mehr alleine daraus befreien kannst. Und das schaffst du nur, da rauszukommen, indem du hier eine andere Haltung einnimmst. Hier geht es um eine Lebensumkehr, die hier erforderlich ist, ein Opfer, das gebracht werden darf. Entweder bist du zum Opfer geworden, weil jemand unehrlich war. Ja, das sind zwei Szenarien hier. Entweder ist das hier wirklich einer, der hat hier betrogen oder gelogen, war hier, hat sich aus dem Staub gemacht, hat sich zu Unrecht irgendwie Vorteile verschaffen und du bist dadurch zum Opfer geworden. Oder du selbst hast dir hier irgendwo etwas vorgemacht oder hast eine Konfrontation gescheut. Ja, hast hier irgendwie versucht, strategisch irgendwelche Abkürzungen zu gehen oder deine Haut zu retten, was auch immer. Ja, eins von beiden und das hat dich hier in diese Situation gebracht, wo du jetzt festhängst und nicht weißt, wie du dich daraus jetzt lösen kannst. Der Gehängte ist immer eine Aufforderung zur Umkehr, das heißt, eine neue Perspektive einzunehmen, eine innere alte Haltung zu überwinden. Auch hier haben wir wieder das Thema der Befreiung von Karma, der Befreiung von Verstrickungen. Ja, mit dem Tod auch etwas zu transformieren, etwas loszulassen, Verhaltensweisen, Gewohnheiten loszulassen oder auch Umstände im Außen, etwas, was hier wirklich jetzt auch beendet werden soll oder beendet wurde. Wie kannst du hier eine neue Haltung einnehmen und etwas anders betrachten? Welches Opfer musst du bringen hier? Das ist hier die Frage. Der König der Kelche, wie gesagt, könnte dieses Gegenüber sein. Es kann aber auch deine Energie sein. Es kann auch darum gehen, dass du dich hier von deiner Intuition, von deiner inneren Stimme leiten lässt. Dass du dich hier auf deine Instinkte verlässt und vertraust, dass dein Herz, dein Gefühl dir sagt, was jetzt hier der richtige Weg ist. Es kann auch darum gehen, Mitgefühl und Verständnis zu haben für ein Gegenüber, wenn das jemand anderes im Außen ist, der sich hier unredlich verhalten hat. Dann geht es darum, dass du da auch vielleicht Mitgefühl aufbringst, ja, um aus dieser stagnierenden Energie herauszukommen, etwas anders betrachtest, ja, vielleicht
Also das ist dir dieses doppelte Szenario, was ich hier sehe. Wir schauen jetzt mal, was wichtig ist für die Widder. Skorpion, kommen den Skorpion und das Haus 5. Upsala. Und dann kommen hier noch die fixen Zeichen und die Jungfrau. Ja, mit der Jungfrau darf man hier immer auch analysieren, klären, genau hinschauen. Da geht es immer um Beobachten und eigenes integres Verhalten. Da geht es auch darum, auf die Gesundheit zu achten. Das ist hier wichtig. Aber mit dem Skorpion geht es erstmal darum, genau in die Tiefe zu schauen. Also wirklich sich auch den eigenen Schatten zu stellen, die eigenen unbewussten Muster und Themen sich anzuschauen, alte Verletzungen, verletzte Gefühle, aber auch ja, sonstige unbewusste Themen. Beim Skorpion geht es eben auch um Erneuerung und um Transformation. Ja, das ist ja das Zeichen, da, wo es um den, ja, des Todes, könnte man so sagen, mit Pluto, dem Herrscher. Da geht es um Erneuerung, aber erstmal auch um das Erkennen, ja, um dann das Auflösen von tiefsitzenden Mustern. Mit den fixen Zeichen haben wir auch, da haben wir auch den Skorpion drin und auch den Löwen, und der steht ja auch im fünften Haus. Das heißt, das haben wir ja auch doppelt, diese beiden Energien. Ja, hier geht es darum auch, es geht um Stabilität. Ja, was wir ja auch mit den Münzen hier haben, da geht es darum, wirklich zu prüfen, auch mit der Jungfrau, zu prüfen, verlässlich zu sein, loyal. Wem oder was gegenüber bist du loyal? Bist du auch dir selbst gegenüber loyal? Und es geht um deine Abhängigkeiten und Verbindlichkeiten. Wem oder was gegenüber bist du verbindlich? Und wo geht es darum, hier vielleicht auch durchzuhalten oder ausdauernd zu sein? Das ist eben auch das, was wir mit dem Ritter der Münzen, das ist ja diese Erdqualität, ja, die ist sehr beharrlich, sehr konstant, sehr ausdauernd, verlässlich, zuverlässig. Ja, und das ist eben auch diese Energie, die wir hier bekommen. Und das ist ja die Frage, ob es darum geht, dir selbst gegenüber hier jetzt wirklich loyal zu sein und deinen Werten treu zu sein, oder ob es hier auch irgendwelche Verbindlichkeiten oder Verbindungen im Außen gibt, wo es darum geht, verlässlich, zuverlässig zu sein. Ja, das kann ich auch nicht richtig einschätzen. Also das musst du hier bei dir auch wieder schauen. Haus 5 ist auf jeden Fall auch das Haus der Freude. Hier geht es darum, dass du dich jetzt auch den kreativen Bereichen des Lebens öffnest, dich zum Ausdruck bringst, dich entfaltest, spielst. Da geht es darum, dass du selbstbewusst, ja, ist die Löwe-Energie, auftrittst und vielleicht auch Zeit mit Kindern verbringst oder auch selbst dein inneres Kind spielen lässt. Es geht um Spiel, Freude, Leidenschaft, Vergnügen und kreativen Ausdruck. Ja. Dann schauen wir mal weiter. Ich hätte mal gerne hier einen eine Energie aus der Akasha-Chronik für die Widder. Freude. Verbinde dich mit deiner Essenz innerer Lebensfreude und lächle mit jeder Zelle. Ja, es geht hier wirklich darum, dass du in die Freude kommst und dich hier von irgendetwas befreist. Ja, dass du leichter wirst, auf jeden Fall. Und auch die Zehn der Kelche hier zeigen ja, dass es darum geht, auch in dieses Gefühl der Dankbarkeit, der Leichtigkeit, der Freude zu kommen. Hier auch Vier der Stäbe. Vielleicht willst du ein Fest feiern oder mit anderen gemeinsam die Zeit genießen. So, hier kommt der Drachenkuss, der irgendeine Erinnerung in dir erweckt. Ja, da geht es darum, sich an irgendetwas zu erinnern, dass dir irgendetwas klar wird. Es geht auch um die Verbindung mit dir selbst und deiner höheren Wahrheit. Und hier geht es um eine Entscheidung. Es geht darum, eine klare Entscheidung zu treffen. Ich entscheide mich jetzt klar für den Weg, der sich in meinem Herzen richtig anfühlt. Ja, auf dein Herz hören. Das ist das eben, was wir hier mit dem König der Kelche sehen. Ja, dass du wirklich hier auf dein Herz hörst, deine Intuition, deine Instinkte und ja, den Herzensweg gehst und damit ihr auch von etwas befreit wirst, erlöst wirst. Und etwas anderes hier verabschiedest, loslässt und gehen lässt,
was eben nicht deinem Herzensweg hier auch entspricht. Einen Engel hätte ich jetzt gerne für die Widder. Seelenverwandtschaft. Eine Dualseele zeigt sich in deinem Leben. Okay. Ja, vielleicht begegnest du jetzt jemanden, mit dem du irgendwie seelenverwandt bist. Das ist ja nicht selten. Es ist übrigens auch so, ja, weil viele denken, dass es so schwer ist, einen Seelenverwandten zu treffen. Also nach meiner Erkenntnis ist es so, dass alle unsere Familienmitglieder, also alle Menschen, mit denen wir gemeinsam als Familie inkarnieren, sind Seelenverwandte. Das ist natürlich nicht die Dualseele oder der Seelenpartner, von dem man so gerne spricht, sondern das sind Seelenverwandte, das heißt Menschen, mit denen du gemeinsam eine Aufgabe löst, mehrere karmische Themen auflöst. Ja? Also nach dem, was ich weiß, inkarnieren wir immer wieder mit den gleichen Seelen, um die gleichen Themen weiter zu bearbeiten, ja, in den verschiedenen Inkarnationen. Ja, nun kann es aber auch eine Dualseele sein, die du jetzt triffst oder die hier schon in deinem Leben eine große Rolle spielt, mit der du hier gemeinsam etwas bearbeitest. Es kann aber auch einfach ein Seelenverwandter sein, ja, wo du hier eine Lektion lernst oder wo man hier gemeinsam an einer Aufgabe wächst. Wir lassen das mal so stehen. Für die Widder, was ist hier wichtig? Traumzeit. Ja, Zeit zu träumen, dich deinen Träumen hinzugeben, aber natürlich auch auf deine inneren Botschaften, Eingebungen zu hören. Und was sind deine Träume? Welche Botschaften bekommst du vielleicht über die Träume, aber was würdest du auch gerne realisieren und umsetzen? Vielleicht auch ein Kindheitstraum. Ja, auch das ist ja der König der Kelche. Auch der empfängt ja diese Herzenswünsche, diese Träume. Ne, der ist ja sehr intuitiv und sehr angebunden. So, hier kommt jetzt eine Energie, die heißt Hüllenlos. Und da schaue ich jetzt mal rein. Worum es dabei geht. Intimität, Vertrauen in andere, Schutzpanzer und starre Fronten zugunsten von Verbundenheit aufgeben. Darum geht es hier. Also du darfst einen Schutzpanzer aufgeben. Vielleicht gibt es hier eine verhärtete Front in der Verbindung hier mit jemandem. Und dann geht es darum, hier wieder neue Verbundenheit zu finden. Ja, deswegen hier die 10 der Kelche und hier die 5 der Kelche. Na, hier gibt es die Verletzung oder die Enttäuschung, die Trauer, aber es geht jetzt darum, hier, es geht hier um Verbundenheit. Ich weiß nicht, ob es darum geht, sich mit diesen Menschen hier wieder zusammenzufinden, da wo es diese Trauergefühle gibt, oder ob das die anderen Menschen sind. Auf jeden Fall darfst du dich hier mit der Familie oder mit deinen Freunden oder den Menschen, die dir hier sehr nahe stehen, die darfst du aufsuchen. Und ja, es geht hier um Gemeinsamkeit, wieder zusammenkommen. Und wenn es irgendwo einen Konflikt gab oder verhärtete Fronten, dann geht es darum, diese aufzugeben. Und es geht darum, auch sich verwundbar zu machen, also bereit zu sein, auch verwundbar zu sein. Es gibt kostbare Augenblicke, in denen sich eine tiefe und bedeutsame Verbindung zwischen dir und der Welt oder einer anderen Person ergibt. Eine magische Anziehungskraft entsteht mit jener Art von Intensität, die wiederum ein größeres Verständnis deiner selbst mit sich bringt. Diese Verbindung wird zum Spiegel, der dir hilft, deine eigenen Muster zu erkennen. Was er dir über dich offenbart, kann dich in deiner persönlichen Entwicklung voranbringen. Es heißt jetzt, dich auf das Wagnis einzulassen und dich mit einem anderen Menschen zu verbinden. Kannst du sehen, wie weit du schon auf deinem Weg gekommen bist? Kannst du auch sehen, was in dir noch arbeitet und nach Veränderung verlangt oder der Heilung bedarf? Indem du mehr über einen anderen Menschen erfährst, erfährst du auch mehr über dich selbst. Auch wenn du nicht wissen kannst, wie es ist, in einer fremden Haut zu stecken, kannst du doch zuhören und lernen. Das ist ein magisches Geschenk, das dir jetzt gemacht wird. Ja, also irgendwie mit der Seelenverwandtschaft, Seelenpartner, vielleicht bekommst du hier wirklich einen Spiegel, einen Menschen, der dir hier etwas spiegelt über dich selbst, wo du etwas auch
über dich selbst lernen kannst. Es ist ein Prinzip, das über die romantische Beziehung hinaus Gültigkeit besitzt. Was sagt die Beziehungsdynamik innerhalb deiner Familie, in deinem engsten Freundeskreis und deinem beruflichen Umfeld über dich aus? Beziehungen sind einzigartige Gelegenheiten zur Heilung. Beruhen sie auf Aufrichtigkeit und Anteilnahme, haben sie großen Einfluss darauf, welchen Beitrag du in der Welt leistest. Unsere engen Bindungen halten uns den Spiegel der Wahrheit vor und bergen mehr Schätze, als du ahnst. Stell dir vor, wie sehr du in die Tiefe gehen könntest, wenn du das Wagnis auf dich nimmst, alles als schön zu betrachten, mit all seinen Unvollkommenheiten. Okay, interessante Botschaft. So, ich hätte gerne abschließend hier noch ein Krafttier für die Widder zum Herbstbeginn. Der Jaguar. Der Jaguar mit dem Dimensionssprung. Unabhängigkeit von der äußeren Welt ist wahre Freiheit. Okay, da schaue ich jetzt noch mal rein. Was sagt der Jaguar? Also, der Spiegel der Zeit öffnet sich dir. Deine Sternstunde kündigt sich an. Du erhältst einen tiefen Einblick in deine Existenz. Mystisches Wissen wird dir zuteil. Verblüffende Erkenntnisse und Zusammenhänge werden dir plötzlich klar. Du erfährst, dass du ein göttliches Wesen im Werden bist und du erkennst, dass die Unabhängigkeit von der äußeren Welt die wahre Freiheit ist. Ja, der Jaguar kündigt jetzt einen Dimensionssprung an. Er zeigt sich der Welt nur ganz selten. Doch wenn er auftaucht, so ist das ein Zeichen für die Gunst der Stunde. Denn für alles gibt es eine Zeit. Ja, tatsächlich habe ich den Jaguar in den Legungen sehe ich den sehr selten. Also ich glaube, ich habe den noch gar nicht gesehen bisher. Ja, also ich benutze ja dieses Deck auch sehr, sehr oft. Der kommt tatsächlich sehr selten, ja, wenn überhaupt. Also, für alles gibt es eine Zeit. Nichts geschieht zufällig. Bestimmte Ereignisse können nur zu bestimmten Zeiten und unter bestimmten Umständen geschehen. Alles ist genau abgestimmt mit den geistigen Gesetzmäßigkeiten. Mache dich jetzt bereit für den Sprung. Dein innerer Meister nimmt Gestalt an, um dich zur Einweihung zu führen. Lasse zu, dass die Geistesblitze der Unsterblichkeit dich aufladen, umzucken und elektrisieren. Ja, hier die Acht der Stäbe, ne? Diese Impulse, Eingebung, Veränderung, dass hier irgendwas, dass du dich jetzt hier, ja, das ist das ja auch so ein bisschen, dass du dich jetzt hier auf den Sprung machst und diese neuen Impulse aufnimmst, die jetzt auf dich zukommen. Schrecke nicht zurück, sondern öffne dein Herz, um das geistige, ewig brennende Feuer zu empfangen, das deine zweite Natur erweckt. Halte nicht fest, sondern entlasse dich frei in die unendlichen Weiten. Du kannst jetzt die inneren Fesseln sprengen. Sie haben keine Macht mehr. Öffne dich der geistigen Welt. Dein Meister wartet, um dich einzuweihen. Mit der inneren Freiheit wird sich die äußere Welt für immer wandeln. Nichts wird bleiben, wie es ist. Der Schamane, die Schamanin in dir, das zweite Gesicht in dir erwacht. Ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort und tue genau das Richtige. Ich bin bereit, zu meiner vollen Größe zu erwachen. Jetzt. Ja, liebe Widder, das ist die Botschaft, die ich jetzt hier für dich bekomme zum Herbstbeginn. Ich hoffe, du konntest hier etwas für dich mitnehmen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr freuen über einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder gerne auch ein Abo von dir. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.